Der Piaggio MP3 300 ist das jüngste Mitglied in der MP3-Familie. Er bietet etwas kompaktere Abmessungen als die Halbliter-Modelle. Mit 26 PS ist man auch sehr gut motorisiert. Die Bauartgeschwindigkeit liegt bei 120 km/h und er zeigt sich für die meisten Transportaufgaben bestens gewappnet. Detailverbesserungen betreffen die LED-Frontscheinwerfer, die neu konturierte Sitzbank und ein besseres Ansprechverhalten der CVT-Automatik. Das Konzept der doppelten Vorderräder bringt einige Sicherheitsvorteile mit sich. Das betrifft vor allem das Fahren auf Kopfsteinpflaster, auf Straßenbahnschienen und bei nasser Fahrbahn. Der neue MP3 300 Sport ist dank seinem stimmigen Gesamtpaket und der ausgewogenen Fahrleistungen eigentlich die sinnvollste Modellvariante in der MP3-Familie und ist sowohl für die städtische Nutzung als auch für gelegentliche Überlandetappen bestens geeignet. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ist der MP3 300 Sport zum Aktionspreis von 7.390 € erhältlich.